So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Und ich bin gerade nochmal dabei. Wenn ich schon dabei bin, dann mache ich es gleich richtig, das Teil hier richtig zu positionieren, nämlich so. So, so. Und dann haue ich die Dinger mal rein, dass die so nach vorne schauen. Sowas. Und ich hoffe mal, ich kann hier das Zeug wieder einsammeln. Ist irgendwie, ja, passt schon. Ah, gut, zur Seite raus. Ja, das ist jetzt so dekomäßig an sich so gedacht. Ich bin gerade nochmal am gucken, wie ich es allgemein... Kann ich das hier einsammeln? Ach, das backt rum. Sag doch gleich, dass du am Backen bist. So, jetzt habe ich es eingesammelt. Es lag nämlich noch da oben, wurde aber als hier unten angezeigt. Deshalb war das gerade so ein bisschen komisch. Es ist dunkel, aber das ist mir gerade mal Wurst, weil ja die Tür zu ist. Ich habe endlich mal eine Tür reingebaut und es ist Licht drin. Das Einzige, was passieren könnte, dass hier oben spawnt. Ach nee, das ist näher als 25 Blöcke. Das heißt, hier kann auch nichts spawnen. Eigentlich, theoretisch. Ich hole hier nochmal ein klein wenig Holz mit raus und setze das nochmal da unten rein und platziere gleich schon mal die Fackeln, dann leuchtet das hier oben gleich mit aus. So, wo kommen Fackeln am besten hin? Da an die Seite. So, jetzt sieht es auch schon richtig warm aus, sag ich mal, von den Farben her. Richtig warm und, okay, an der Seite nicht. Moment. 1, 2, 3, 4. Können wir da? Ach so, das sind Treppenstufen, das geht nicht. Ah, sagt es doch gleich. Moment mal, da mache ich mal Folgendes. Und dann mache ich in regelmäßigen Abständen. Ja, was ist denn eigentlich hier regelmäßig? So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So was. Da, so. Geht das? Passt das? Ja, sollte in etwa gehen. Achtung. Zup. Tack. Und hier drüben auch nochmal. Ne, fail. Der muss nach unten gucken. Damit wir das jetzt hier machen können, Fackel dran, Fackel dran, Fackel dran und Fackel dran. Und dann passt das doch. So. Hier oben ist auch erstmal ausgeleuchtet, hier kommt auch kein Mob. Da oben ist dann der Schlafraum oder Schlafzimmer, Schlafräumchen, allgemein irgendwas. Was auch immer. Ich könnte ein paar Treppenstufen vertragen als, ich sag jetzt mal, Sitz, hier Legionheit. Die kommen dann, ich würde mal sagen, hier so in die Ecke jeweils. Und an die Seite hier kommt... Moment. Ups, vorwärts laufen. Das da hier hin, so. Und so. Ja, das passt doch schon eher. Muss jetzt nur kurz überlegen, weil ich wollte ja eine kleine Schaltung anmachen, sorry. Wie das mit der Schaltung allgemein aussehen wird. Ich könnte hier so Tripwire reinmachen. Nochmal, also da an den Block kommt dann hier der Dingens dran und dann geht es hier gerade mal ein Stückchen nach unten. Da mache ich nämlich eine Bodenbeleuchtung noch rein, das heißt, ich mache Redstone-Lampen unten rein. Natürlich bin ich so unfassbar professionell vorbereitet, dass ich sofort weiß, wie Redstone-Lampen allgemein gecraftet werden. Natürlich nicht, also ich muss es noch nachgucken. Und dann, Moment, so, ja, das geht auch. Gut, den Block müsste ich noch wegmachen, den Block müsste ich auch wegmachen oder muss ich den wegmachen oder nicht? Ich mach den mal mit weg, so. Hier kommen dann so Tripwire rein, jedes Mal, wenn wir da reingehen, gehen wir über so einen kleinen Faden drüber, über so, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Stolperfalle. Und dann gehen die Lichter am Boden an, also die Redstone-Lampen im Boden und beim Rausgehen geht natürlich die Tür automatisch auf und schließt sich auch wieder. Und ja, das heißt... ich mache das hier mal ganz kurz. Das heißt, hier muss ich ein Stückchen noch nach unten gehen. Die Treppen sind dann, also die Sitzbänke sind nur als Dekoration, weil hier unten ist jetzt Schaltungsraum. Das heißt, da ist es ein bisschen blöd, wenn man das hier überall sieht. Ich könnte hier erstmal einen kleinen Keller bauen. Das heißt, ich muss das Ganze erstmal hier unten einen kleinen Tick ausheben. Ich muss gucken, von der Höhe her, wie das Ganze einzuschätzen ist. Das heißt, hier sind Lampen, da ist eine Fackel, da ist ein Block. Okay, auf dieser Ebene, das muss zwei Blöcke tief sein insgesamt. Zwei Blöcke tief, oder? Oder zwei oder noch mehr? Ich glaube, ich lasse es mal bei zwei. Hier sieht man natürlich wieder nichts, ja. Ja, sieht man nichts. Schaufel? Ach gut, ich habe eine neue dabei. Ich dachte gerade schon. Ich habe das vor kurzem neu gemacht. Warum ist sie jetzt schon wieder leer? Also leer im Sinne von aufgebraucht. So. Ja, gut. Das heißt, hier geht dann das Signal runter. Ein kleiner T-Flip-Flop ist drin und hier unten wird das Ganze dann eingebaut. Ja, ich mache nochmal hier komplett, wenn dann gleich die ganze Bude oder buddel ich die aus. Noch eins weiter, komm. Ich gehe noch eins weiter. Das ist praktisch jetzt so eine kleine Erde-Farm.
unser unterirdischer Keller mit dem wo jetzt die Schaltung drin steht. Das heißt, Redstone müssen wir holen, Repeater vor allem müssen wir noch machen, aber wir haben ja genug Cleanstone, wir haben endlich mal genug Cleanstone, ha, das ist schön. Und Redstone haben wir sowieso massig, weil wir verbrauchen ja eh nichts und finden immer nur Neues durch Mining. Minen könnten wir eigentlich auch mal wieder, ach nee, Spitzhacke des Glücks wollte ich haben und ach Gott. Ja, ich weiß, ich will noch diesen Erzraum da unten bauen, das wollte ich auch noch machen. Einen Erzraum, wo ich dann die Erze erstmal aufstapel, das heißt, der ist ja eigentlich schon fertig, ich muss ja nur die Erze da platzieren, dass ich die da mit einer Fortune-Spitzhacke wieder abbaue. Das ist jetzt so dekomäßig dann. Vielleicht so umzäunen, so einen riesen Erzhaufen, dann sehe ich so 15 Diamantblöcke aufeinander gestapelt. Nur als Randnotiz, wer es noch nicht weiß, ich hatte eine Spitzhacke mit Silk-Touch samt Handschuhen, habe dabei ganze Erzblöcke abgebaut, also auch reines Diamanterz. Und mit Fortune könnte ich die dann wiederum vervielfältigen. So, ich glaube, reicht das? Nee, ich müsste noch einen Tacken weiter. Oder besser noch, pass mal auf, ich gehe mal noch ganz kurz hier hoch und guck gerade mal. Warte mal, wie geht's denn hier am besten so? Hier, komplett verbaut. Spark-Style, komplett verbaut. Pass mal auf, so. Das war so sinnlos. Ich wollte doch nur einen Block hier unten dranhängen. So, jetzt kann man auch schräg diagonal hier hoch. Und dann gucke ich mir gerade mal, oder suche mir gerade mal die fertigen. Nee, geht auch nicht. Ich müsste erst die Inneneinrichtung machen, weil dann weiß ich nämlich, wo ich die Redstone-Lampen platzieren kann, ohne dass die von der hier oben Einrichtung dann verdeckt wird. Weißt du, dann richte ich mich lieber erstmal dann mit den Redstone-Lampen nach der Einrichtung und nicht andersrum. Ah, das ist doch wieder herrlich hier. Pass mal auf, das hier sieht doch schon mal sehr hammermäßig aus. Ein perfekter Spot für einen Ofen. Da gehe ich erstmal Backstein holen und mache mir mal einen Ofen. Eisengitter am besten auch noch. Ich habe noch eine Tür und alles drin. Eine Kiste könnte ich machen. Pass auf, ich kann noch eine Lagerkiste machen. Die haue ich erstmal irgendwo in die Ecke rein. Lagerkiste. Und zwar Doppelkiste, Einzelkiste, Doppelkiste, Einzelkiste. Ich mache mal eine Doppelkiste. So, Moment. Das da hier. Die Doppelkiste setzen wir mal. Ja. Setzen wir eigentlich mal hin. Weiß nicht, ob die jetzt an. Ich weiß nicht, ob das schon der fertige Stand ist, aber ich schmeiß die jetzt gerade mal hier hin. Weil hier kommt dann jetzt ein bisschen Zeug rein. So, Gravel kommt rein, Sand kommt rein. Der ganze Schrott, den wir erstmal gerade nicht brauchen. Bücherregale, Saplings, das da. Wooden Door kommt rein. Flint. Warum habe ich eigentlich Flint dabei? Die Hohe. Ich lasse im Inventar. Wer weiß, vielleicht brauche ich sie nochmal. Jetzt im Sinne von Backherren. Glas kommt rein. Brauche ich aber eigentlich auch nicht mehr. Ich muss Bricks holen und Eisengitter für einen Kamin. Für einen schönen, deftigen Kamin. Da geht's in diese Richtung. Schwer draus runter, wer weiß, vielleicht ist er mal wieder im Creeper am Anmarsch. Also von hinten, die sind immer sehr, sehr toll. Ich wollte gerade schon einen Witz bringen, aber kann ich ihn bringen? Nee, den kann ich nicht bringen. Nee, den kann ich nicht bringen, das wäre. Nee, das geht nicht. Das wäre nicht entsprechend dem normalen Geschehnissen im Let's Play. Frage an alle, warum kommen Creeper immer von hinten? Die Antwort könnt ihr in die Kommentare schreiben, die sage ich euch nicht. okay, tut mir leid. Ja, sorry, tut mir leid. Ich pass auf, ja. Ja. So, ich gehe schämen. Da, schämen. Oh. Schlechte Witze bei Spark. Ich wollte Bricks holen, die gibt's. Bei mir, wie heißt das? Mindfuck, you will shit bricks, when, if you see it oder so. Warte mal. Das ist jetzt so eine Seite mit so Bildern, wo du im ersten Moment gar nicht, was ich, verstecktes Gesicht oder so und nach 5 Sekunden glotzt die ganze Zeit rum und siehst das, dass du jetzt irgendjemand denkst, wäre eine Pornoseite oder sowas. Mindfuck heißt das, glaube ich, oder? Doch. Also Bilder allgemein, wo ihr irgendein Raum oder so abgebildet ist, can you see the face, dann siehst du das erst gar nicht. Guckst hin, dann siehst du einen Karton zum Beispiel, wo zwei Augen rausgucken, ah. Also wo dich bei erschrecken sollst oder irgendwas, aber das. Oder eine Bettdecke, wo so ein Gesicht rausguckt. So ein Gruselgesicht stinkt normal. Das siehst du im ersten Moment gar nicht. Ja, ja. Wer kennt's, denke ich mal. Das hat irgendeine Schule, hat mir das irgendwann mal jemand gezeigt. Das ist auch schon ewig her. Das war der Kumpel mit dem. Warte, wo habe ich hier die Bricks drin? Mit der das Zavox Online-Projekt vorgeschlagen hat, mit der Gaming-Website, wo ich überhaupt erst so in das hier reingestiegen bin. Da ist Clay, muss mir selbst noch backen. Warte mal. Werden die erst gecraftet und dann gemacht oder erst gebacken? Oh. Nee. Keine Ahnung, wer kennt das? Ich hoffe mal, das kennt ihr. Oh, Gold ist noch drin. Eisen. Oh, ja, gab Experience. Level 18. Hier war noch Eisen drin und Gold. Okay.
Kohle brauche ich übrigens, um die Dinger zu backen. Ich brauche einfach ein paar Backsteine gerade. Also wer kennt's, Mindfuck oder so, wie das heißt. Keine Ahnung, vielleicht war jetzt auch anders. Irgendwas war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das gleiche. Hier müsste doch eigentlich auch Experience geben, oder? Selbst wenn du Clay brennst. Denk's mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück sind drin. Jo, jetzt heißt's warten. So, tick, tack, tick, tack. Nö, könnte man sonst irgendwas machen? Ich kann hier mal die Erze platzieren. Wie sieht's denn damit aus? Die Erze platzieren. Erstmal, das Eisen kann ich mal raustun. Das auch. Und die Erze platzieren. Beziehungsweise seht ihr in der nächsten Let's Play-Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Tschüss.